Hallöchen, Hallöchen, willkommen zurück. Wir haben endlich mal eine Lösung gefunden. Ja, und eigentlich ist sie ziemlich simpel. Ja, aber man muss, wie gesagt, erstmal drauf kommen. Ja, so natürlich nicht. Und auch natürlich machen. Das, was man gerade eben gemacht hat, war... Ja. Aber, naja. Einfach ein Wandsprung. Siehe da, es geht. Jetzt müssen wir nur noch darüber kommen. Ja, aber ich denke, das ist die leichteste Übung. Haha. Haha. So geht das. Und jetzt muss man sich hier vielleicht bloß noch beeilen. Nö. Und dann aber man sollte ein bisschen Schwung holen. Ja. Ich sag jetzt einfach mal nichts dazu. Nein. Ich glaube, das ist schon peinlich genug. Ja. Und das Ganze nochmal von vorne. Oh Mann. Aber, ey, ich habe die Lösung gefunden. Das ist Triumph genug, ja. Ist in Ordnung. So. Ey, schwing dich, Olte. 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 Ja, ehrlich. Wolltest du immer noch das Österreich spielen? Nein. No, hast du nicht? Das wäre schlimm, halt die Gusche. Nein, no, ich mag nicht die Gusche heute. Oh, Mia, halt einfach. Spinnen! Riesenspinnen! Halt mir die Kette. Du hast so ein Schwein, dass du jetzt gerade nicht hingeguckt hast. Alter! Das ist geil! Hörst du mal auf, das ist überhaupt nicht lustig hier. Ich finde das total witzig gerade. Medipack, halt! Oh, hoffentlich rennt die mir nie hinterher, ey. Das wirst du früh genug sehen. Alter, weißt du, wie eklig das gerade war? Das sind nicht unsere normalen Spinnen. Das war eine überdimensionale, riesengroße Spinne. Oh. Mit 8 Beinchen? Weiß ich nicht, ich habe nicht gezählt. Psst. Was kommt denn jetzt schon wieder auf mich zu? Angeblich machten sich die Herren von Xibalba einen Spaß daraus, Besucher mit heimtückischen Fallen zu töten. Na danke. Spinne! Ich hör's schon. Alter, das ist doch voll nie nötig. ey, das ist so pervers. Da kommt doch kleine Spinnen. Mach das weg. Ich mag keine Spinnen. Ja, frag mich mal. Frag mich einfach mal, ey. Oh, verpiss dich, Alter. Oh, ist das bloß so eine kleine. Oh. Meine Fresse, ey. Oh, ich hab Gänsehaut. Das ist eklig, oder? Ja. Das ist echt pervers gerade gewesen. Mehr als pervers. Was soll denn diese scheiß Rätsel hier schon wieder? Was will mir das sagen? Dass du es lösen sollst. Ey, ich hätte hier auch mal voll mit meinem Motorrad überfahren können, ey. Aber ich weiß nicht, ob das so viel bringt. Du hättest ja mal versuchen können. Medipack, gib mir scheiß Medipack einfach her. Oh, nee, ey. Ja, und sowas ist mir vorhin fast in den Rücken gesprungen, wo du weggeguckt hast. Alter, das ist einfach nur eklig. Einfach nur eklig, ey. Uah. Medipack schon wieder. Ja, es ist praktisch, wenn man sich hier die ganze Gang einfach mal anguckt. Noch ein Medipack. Hier kommt bestimmt gleich irgendein Bossfight oder so. Wenn ich jetzt so viele Medipacks kriege.
Dann aber auch nur mit einer riesengroßen Spinne. Ja, und noch ein Medipack. Wie viel habe ich denn jetzt mittlerweile? 12? Ja, weißt du doch, wie spät. Weißt du doch, wie spät? Bis spät, habe ich gesagt. Hier finde ich ja noch sowas. Krabbelt hier irgendwas. Oh, ich habe schon... Das ist Wasser. Ich habe schon echte Hallos, ey. Toll. Ach, nee. Hallucinations? Halt, was willst du mir jetzt hier sagen? Lea. Passt auf, ich sterb gleich wieder beim Abseilen. Noch Medipack. Wie geil. Ich habe jetzt 13 Medipacks. Obwohl ich gar nicht so viele brauche, weil ich auf einfach spiele, wa? Glaub mir, bei Mittel oder Schwer oder was auch immer es sie noch gibt, wird es noch viel mehr Medipacks geben. Sicher? Ja. Was mache ich denn jetzt hier oben? Runterrutschen! Yeah! Und darüber springen. Ja. Hüpf! Fein. Das alles bestimmt wegen dem Schatz. Jo. Du verletzt dich. Oder auch nicht. Ah! Ey, das ist überhaupt... Oh, da was ist denn das? Toll. Ja, ich muss ja mal zwischendurch auf die Uhr gucken, ja. So. Widmen wir jetzt... 1, 2, 3... Widmen wir uns jetzt mal diesem Rätsel. Du hast doch eigentlicherweise es richtig gesagt. Naja. Guck mal, da fehlt die Stange. Hol die Stange und steck die da rein. Okay. Da. Und dann musst du vielleicht noch eine suchen. Okay. Ja. Was und da ist? Fehlt noch eine Stange und die hast du oben an der Treppe gesehen irgendwo. Na, fehlt sonst irgendwo noch eine Stange? Nein. Nö. Aber du musst hier Tatsache. Irgendwas in die Dingsbums reinmachen und dann hast du da was zum Schieben und so halt, ne? Ja. Irgendwie so war das. Ist das, wie auch immer. Yeah! Oh Mann. Also ich glaube diese... Ich hasse solche Rätsel manchmal. Wie nennt man sowas? Was denn? Was willst du denn wissen? Diese Sportlichkeit kommt im Bett gut an. Glaube ich. Das will ich mir gar nicht vorstellen, so wirklich. Schade eigentlich. Siehst ja in dem Tomb Raider Film mit Angelina Jolie. Hallo? Angst? Überfährt er mich jetzt? Mit deinem Rollstuhl? Ja, wie denn jetzt? Hä? Vielleicht musstest du auch erst die Dinger dort reinschieben. Oh mein Gott! Was mache ich denn? Du drehst ihn. Ja, warum? Weiß ich nicht. Wo soll ich denn hindrehen? Aha! Okay! Also ganz ehrlich, wenn das das Rätsel ist, dann ist es ganz schön einfach. Ja. Irgendwie. Hat noch einer so die Stange verschoben? Der da. Nochmal? Was oder was passiert dann? Die nächste Tür geht auf. So. Ja, ist ja alles schön und gut, aber
Der hat die Stange noch so. Und hier machen wir die Tür auch noch auf. So, muss jetzt mal kurz jemanden wegdrücken auf dem Handy. Na los, mach auf. Mach auf das Ding, so. Ja. Schön. Hört man da jetzt alle? Ich hab da gerade was gehört. Ich hab auch was gehört. Ich will's aber eigentlich nie gehört haben. Wollen wir, bevor es weitergeht, einen Schnitt machen? Nee, ich will eigentlich bloß in irgendeine Tür rein. Ja, die habe ich doch gerade aufgemacht. Die habe ich aufgemacht. Die habe ich aufgemacht und die habe ich aufgemacht. Okay, fehlt die hier noch. Hm. Oh Mann, ey. Ja. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal in eine Tür rein, gucken uns dort was an und dann machen wir einen Schnitt. Alles klar. Und wehe, mein Motorrad wird geklaut. Finde ich nicht so fein. Ich finde das jetzt auch nicht so fein. Ja, Bombe würde ich doch da mal sagen. Da musst du dich beeilen. Hä? Ja, verstehe ich auch nicht. Du wurdest da gerade voll zerquetscht? Ja, wieso? Die gehen doch auseinander und nie. Weißt du? Ja, ich weiß. Verstehe ich nicht. Lol. Lollig! Wie würde die kleine Schwester von meinem von meinem Schatz jetzt sagen? Das ist lustiglich! Okay. Wie sprinte ich denn hier nochmal? Oh, ich habe eine Granate geschossen, das wollte ich gar nicht. Da muss ich das umschalten, aber auch wieder wegmachen. Ah, so sprinte ich, okay. Ja, yeah, ich hab's geschafft. Ich bin so imbar. Ja, yeah, ich habe eine Tafel gefunden. Ja, und die werden wieder nie zerquetschen. Nee, nee. Wetten. Wollen wir wetten? Ja, ja, ich weiß. Ich würde lachen, ist die tot. Geil! Nein, die ist hier irgendwo. Geil! Oder auch nicht. Aber guck mal, hast du das gesehen? Ja, habe ich. Wenn ich da wieder drüben bin, dann... Hä, was soll ich denn damit machen? Okay. Ey, gib mir das doch mal her. Jetzt. Vielleicht sollst du damit ja auch rübergehen. Oder so. Hm. Ach, ich sprinte einfach wieder, ist mir egal. Aber dort oben ist ein Schatz. Ach, das geht ja jetzt gar nicht. Okay, wir machen dann hier im nächsten Part weiter. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.